Ich habe Ihnen ein paar Beispiele gebracht zum Thema Motivation aus meinem Buch Sportmentaltraining, zweite Auflage. Das Buch kommt in der zweiten Auflage mit 8 weiteren Interviews. Und eine Frage in dem Interview war eben auch, was motiviert dich immer und immer wieder, das Training zu durchlaufen und weiterzumachen? Und Willi Denefel hat zum Beispiel gesagt, für mich ist die größte Motivation der Spaß am Sport. Ich weiß, was es heißt, wenn man arbeiten geht und ich darf das ausüben, was ich am liebsten mache. Das ist auch genau das, was mich antreibt, denn die Karriere eines Sportlers ist zeitlich begrenzt. Chris Wydra, ein Jetpilot, früherer Jetpilot, hat gesagt, jegliches Lernen und Leisten war daher gedanklich nahezu immer mit einem Ich darf und ich kann, anstatt mit einem Muss verbunden. Und das ist so ein erster Impuls. Wenn Sie sagen, ich muss in den Job gehen, dann prüfen Sie mal, ob der Job der richtige ist, der Arbeitgeber, ob es nicht einen anderen Weg gibt, ob es nicht einen anderen Arbeitsplatz braucht. Denn wir müssen mal streng genommen in Deutschland gar nichts. Wir haben ein relativ gutes Sozialsystem. Sie könnten dann auch Hartz IV beziehen, können sich zwar dann nicht mehr so viel leisten, das ist mir klar. Aber wir müssen nicht auf der Straße leben, unter der Brücke leben, sondern wir sind letztendlich sozial abgesichert. Daher ist es für die Motivation viel, viel besser, wenn Sie sagen können, ich entscheide mich, das und das zu tun und nicht, ich muss das und das tun oder ich will das und das tun oder ich tue diesen Job und ich tue diesen Job sehr gerne und fahre dafür zum Beispiel auch gerne eine halbe Stunde oder Stunde in die Nachbarstadt. Also daher hat Chris das super zusammengefasst, es geht um dürfen und können und nicht um müssen. Patrick Grüner, ein Extremradsportler, sagt, mich treibt auch der Ehrgeiz extrem an und ich möchte immer der Schnellste sein. Wäre jetzt im übertragenen Sinne im Business dann eben der Beste sein oder der Erfolgreichste oder der Innovativste, der Kreativste. Rita König, Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen im Fechten, sagt, ich bin ein zielstrebiger Mensch. Und wenn man eine olympische Medaille im Fechtsport gewinnt, dann hat man aus finanzieller Sicht keine wirklichen Gewinne eingefahren oder gar ausgesorgt, wie zum Beispiel Fußballer, was im Übrigen für ganz, ganz viele Sportarten gilt, also zum Beispiel auch für Schützen, die ich begleite. 0,1% verdient im Sport wirklich Geld. Der Rest krebst am Existenzminimum, lebt von den Eltern, lebt von der Bundeswehr, lebt von der Hand in den Mund. Sie tun es eben aus Enthusiasmus. Sie tun es, weil sie es lieben, weil sie eine Leidenschaft dafür haben und manchmal auch wirklich leiden müssen, weil Ausdauertraining ist manchmal Leiden pur. Da spreche ich dann auch gerne im Job eher von Begeisterung und weniger von dieser Leidenschaft. Allein die Liebe zum Sport und die Chance, eben das Fechten in Perfektion vorführen zu können, das hat mich motiviert. Und es gab für mich keinen schöneren Moment, als im Wettkampf meine Gegnerin zu studieren und sie nach aller Kunst des Fechtens zu besiegen. Das war die Motivation von Rita König. Und man muss mal dazu sagen, viele Sportler fangen sehr jung an, also im Fußball oder Golf zum Beispiel mit 6, 7 Jahren, damit sie dann manchmal mit 17 Jahren erfahren, Pech gehabt, ist nix, du wirst aussortiert, Bundesliga AD, und dann hast du 10, 11 Jahre trainiert für einen großen Traum und es war nix. Und da ziehe ich eben immer wieder meinen Hut, dass auch junge Leute sich auf das einlassen. Und ich unterstütze sie eben für mein Leben gern dabei als Mental Coach.